Na, weil man eben dann nicht mehr fürs Ehrenamt arbeiten würde, sondern das, was eine gesellschaftlich notwendige Arbeit ist, könnte dann, man würde dann sozusagen das Geld mitbringen, das zu machen. Weil das ist ja eine ganz, für mich auch ganz prägende Erfahrung gewesen, zu begreifen, dass Ehrenamt nur die Person macht, die entweder das Selbstbewusstsein aus einem guten Job oder einer guten Pension bezieht. Ich habe eine so tiefgreifende Erfahrung mit Lesereisen gemacht, über das bedingungslose Grundeinkommen, wo die Leute gesagt haben, naja, und dann sagt man, also ich bin erwerbslos, ich würde gerne bei Ihnen mitarbeiten, und sofort sei man entwertet, weil auch im Ehrenamt alles über die bezahlte Tätigkeit geht. Und diese Art von, wir machen das über Ehrenamt, weil der Sozialstaat, ich bin ja auch eine Freundin des Sozialstaates, ich sage nur, der muss weiterentwickelt werden, weil er, so wie er jetzt daherkommt, ist er auch ahistorisch, weil der Sozialstaat Bismarckscher Prägung, den wir immer noch haben, der hat als Gegenüber notwendigerweise den Alleinerzieher der Familie, der lebenslang an einen Job gebunden ist und der auch damit berechenbar ist. Das ist ja vorbei. Tempi passati, oder? Also müssen wir andere Modelle denken, und das Grundeinkommen wäre für mich die Errungenschaft des 21. Jahrhunderts in Fortführung und Aktualisierung des Sozialstaates. Erstens wissen wir ja, dass alles dadurch verwoben und durchdrungen ist durch die Digitalisierung. Wir wissen auch, dass die Digitalisierung oder die Robotorisierung uns von Arbeit befreit. Also wir sind so viel näher an dem dran, was Marx irgendwann mal als das Reich der Freiheit, weil wir es uns leisten können. Wir könnten uns leisten, dass Leute nur noch 3 Stunden am Tag arbeiten. Und die Idee, wie wir dann auch anders miteinander in Gemeinschaft leben könnten, das finde ich das Interessante. Alle anderen Modelle finde ich ausgekühlt, finde ich bis zum Erbrechen durchdiskutiert. Und ich sage es nochmal, seit 40 Jahren rede ich über gleichen Lohn für gleiche Arbeit und ich habe einfach die Nase voll. Weil natürlich ist es eine richtige und berechtigte Forderung, aber sie ist offenbar nicht leichter durchzusetzen als das Grundeinkommen. Dann machen wir es doch gleich richtig. Ja, nein, es ist unter den im gesamten prekären kreativen Sektor. Wir wissen ja also, dass die kreativen Industrien etwa zu 50% im prekären Bereich liegen. Da sind es wieder mehrheitlich die Frauen. Und auch da stellen wir noch fest, in den prekären Arbeitsverhältnissen, dass die Frauen noch mal ausbeutbarer sind als die Männer. Das ist einfach